Hallo, ihr lieben Steinböcke, das ist der Monatsimpuls für euch. Um was geht es bei euch? Was ist da gerade im Werden? Weil das Wort mich jetzt schon die ganze Woche begleitet. Ja? Was möchte die geistige Welt euch mitteilen? Um was geht es da? Aha, wir haben eine Situation der 2 der Münzen und den 10 der Schwerter mit dem Schicksalsrad. Die 8 der Kelche, die 4 der Schwerter, das Ass der Kelche und die 4 der Stäbe mit dem Rückblatt das Gericht. Wunderschön, also hier kommt ein bisschen ein Weckruf auf dich zu oder ist gerade voll im Gange. Gleich. Ein kleiner Hinweis für dich, lieber Steinbock, ja? Folge der Stimme deines Herzens. Wenn du aus dieser Welt gehst, kannst du nichts mitnehmen, nur deine Seele. Also schau dir an, was du wirklich im Innersten auch willst. Ja? Gib dir die Zeit des Nachdenkens, ist ja überhaupt kein Thema. Ja? Ein Steinbock muss ja auch wissen, wo er hingeht, damit er nicht abstürzt. Ja? Aber geh den Weg des Herzens und sei nicht zu verkopft darin. Ja? Gesteht euch noch ein wenig Bedenkzeit zu. Umarmung, du hast ein perfektes Gegenstück gefunden. Ja? Geh dir vielleicht an manchen Punkten hier auch selbst in die Vergebung. Weil was haben wir da? Wir sehen schon, dass das Thema der Liebe dich ein Stück weit begleitet. Ja? Es dreht sich hier was, ein Zyklus geht zu Ende, ein neuer fängt an. Ja? Und momentan scheinst du dich doch in einer Situation zu befinden, die hier vielleicht auch schmerzen kann. Ja? Du wägst hier ab, du weißt hier nicht ganz genau, was du machen sollst. Auf der einen Seite, okay, wir haben auch hier wieder bei dir die Familienthemen spielen mit, auch mit dir als Wesen, deswegen kommt das hier noch einmal. Was willst du eigentlich wirklich? Wo strebt es dich hin? Ja, weil wir sehen ja, du möchtest in die Erfüllung gehen. Du möchtest eigentlich eine wunderschön gelebte Partnerschaft leben, wo beide in dieselbe Richtung blicken und hier in Verbundenheit miteinander stehen. Ja, aber auch für dich Freude und Stabilität im Leben erlangen. Ja, also du willst hier einfach sein. Ja, du möchtest hier tatsächlich, deine Seele will hier wirklich gelebt werden. Ja? Und du siehst es noch nicht, du wägst noch ab, dir ist das noch nicht ganz klar. Vielleicht auch, weil du dich momentan in Gedankenkonstrukten ja, ein bisschen selbst marterst oder eine Situation im Außen auf dich gerade zukommt oder gekommen ist, die dir einfach diese Schmerzen auch beschwert. Und da darfst du dich jetzt aufrichten und für dich selbst entscheiden. Und hier deiner Intuition, deiner Stimme, deines Herzens folgen. Ja, der Mond spricht auch von der Annahme und somit verlässt du eine Situation, die dir hier wirklich nicht mehr gut tut. Ja, auch wenn das nichts Schlechtes waren, hier waren schon 8 Kelche gefüllt, hier war schon etwas. Es geht hier um keine Situation, die überhaupt einfach so hingeschmissen wird und gar nichts wert war. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ja, das hatte schon seinen Wert und hier ist sicherlich auch jemand gar nicht so glücklich darüber oder auch etwas traurig. Ja, trotzdem geht es um deinen eigenen Seelenruf und damit hier endlich dieser Ausgleich geschaffen werden kann, auch hier mit dem Universum, was auf dich wartet, ja, verlasse diese Situation. Ja, verlasse diese Situation. Möglicherweise hast du hier jemanden verlassen, ja, und jetzt darfst du hier die Schwerter auch zurückbringen. Oder du bist in einer Situation, dass dich hier jemand verlassen hat und du darfst jetzt auch du aus diesen Erfahrungen, aus diesen Schmerzen, ja, Früchte sammeln. Ja, also einfach diesen Erfahrungswert annehmen. Weil hier scheint mir hier schon eine Situation zu sein, die ein bisschen bricht. Ja, mit der Königin der Stäbe geht es dann auch wieder um ein bisschen Fülle und Feuer, was hier in dein Leben eintreten darf. Ja? Weil das, da haben wir, da kommt das Gericht. Ja? Hier kommt das Gericht, weil hier ist doch etwas ein bisschen ja, einseitig lastig. Es ist doch ein bisschen bedrückend hier die Situation. Und da bist du im Werden. Ja? Du liegst hier mit den 4 der Schwerter. Bist du hier in einer Ruhesituation, ja? Manchmal heißt es für mich, dass du hier der Stimme deines Herzens nicht folgen kannst. Hier sehe ich das nicht. Du darfst dich hier noch entscheiden für dich und hier kommen dann schon alle deine Begleiter, die bewachen dich, ja? Und helfen dir hier in diesem Konstrukt der Ruhe deinen Weg zu finden, dich zu klären, ja? Dich zu klären, die Anemonen hier aus dem Kelch zu lassen, dass er sich füllen kann auch wieder, du Kräfte sammelst, um in dieses Glück eintauchen zu können, um dort wirklich auch, jetzt kommt das wieder zu werden, ja,
Es ist tatsächlich, es ist eine Zeit für dich des Innenhaltens, der Innenschau, wirklich hinzuspüren und zu schauen, wo genau möchtest du hier hin? Ja? Welches Rad möchtest du? Möchtest du in eine neue Struktur hineingehen oder möchtest du im alten Radl bleiben? Ja, so kommt mir das. Ja? Ihr Lieben, entscheidet euch für euch, dann kann das gar nicht schiefgehen, das Ganze. Ja? Dann kann das nur was werden. Step by step eurem Seelenziel und eurem Herzen entgegen, ihr Lieben. Dodala, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn dir meine Arbeit gefällt, bitte abonniere meinen Kanal, wenn du immer informiert werden möchtest darüber, wann ich online komme oder wann ich etwas hochlade. Aktiviere bitte auch das Glöckchen neben dir. Kommentiere gerne, like gerne. All das unterstützt meinen Kanal im Größerwerden und auch ist es eine Wertschätzung für mich und ich freue mich sehr. Ja, ihr Lieben, habt eine wunderbare Zeit. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Mit mir sein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.